Ich finde es cool, bei Jugend trainiert zu sein, denn es fühlt sich so ein bisschen an wie die Olympischen Spiele. Man kann auch viel mitnehmen von den anderen. Sind ja auch die besten Deutschen, sind ja nicht ohne Grund hier. Und natürlich will jeder gewinnen, aber der Spaß steht eindeutig im Vordergrund. Es ist einfach eine gute Stimmung. Ich bin Pepe Rusche, 16 Jahre alt, komme aus der Nähe von Leipzig und besuche das Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch in der 10. Klasse. Ich bin Emilia, bin 14 Jahre alt, komme aus Fichtach, aus dem Bayerischen Wald in Niederbayern. Ich liebe es, Fußball zu spielen, weil es mein Selbstbewusstsein stärkt und den Zusammenhalt meiner Freunde und meiner Mannschaft. Volleyball im Allgemeinen spiele ich seit 5 bis 6 Jahren. Beachvolleyball spiele ich durch die Schule. Volleyball gibt einfach einen sehr guten Ausgleich zum Rest des Lebens. Man kommt raus, man sieht seine Freunde, man hat Spaß. Bei Jugend trainiert lernt man Spielerinnen aus ganz Deutschland kennen, die fair miteinander umgehen. Die Unterstützung für Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ist ein wichtiger Teil unseres Engagements. Denn wir als DFL möchten Menschen in die Bewegung bringen und möchten Werte wie Teamgeist und Fair Play und Fairness fördern. Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ist der weltweit größte Schulsportwettbewerb mit über 800.000 Teilnehmern. Und dieses Jahr findet hier in Berlin die 100. Ausgabe statt. Es ist schön zu sehen, mit welchem Einsatz und welchem Elan Kinder hier dabei sind und Jugendlichen und die ihren jeweiligen Sport treiben. Die 3 Tage bei Jugend trainiert waren sehr intensiv, sehr aufregend, aber auch sehr lehrreich. Die Platzierung ist jetzt vielleicht nicht ganz unsere Wunschplatzierung, wir haben den 12. Platz gemacht. Geiles Gefühl mit der Mannschaft zu feiern, auch wenn es nur Platz 11 war, aber es war ein richtig schönes Erlebnis in Berlin. Es hat sich gezeigt über die Phase, wo Sport weder in Schule noch in Vereinen möglich war, wie groß die Bindungskraft ist, die das Jugendtrainiert bei jungen Menschen hat. Ohne die Beteiligung von vielen Menschen ist das überhaupt nicht möglich. Partner, die uns die Möglichkeit geben, diese Erlebnisräume für junge Menschen zu öffnen, zu gestalten und zu etwas ganz Besonderem auch in ihrer individuellen Biografie zu machen.